Hallo in die Runde, willkommen zum Schicksalsmittwoch, dritter Kampftag, Bonusbooster 5 Sterne ohne Lila. Ihr seht es, beziehungsweise ihr hört es, ich sitze im Auto. Meine Verteidigung hat heute nochmal A geholt, unglaublich. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches A. Jeder weitere Angriff kann das zunichte machen. Auch wenn ich jetzt gerade Glück habe und damit eine A-Verteidigung, aber es ist halt einfach scheiße, wenn man nur einmal angegriffen wird am Tag. Beziehungsweise jetzt haben wir Schicksalsmittwoch. Das heißt, ich habe schon 2 Tage eine A-Verteidigung mit nur einem Angriff gehabt. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht undankbar sein, ich finde es toll, aber ich fände es immer noch cooler, wenn Small Giant da einfach mal sagen würde, kommt, jeder wird täglich mindestens 5 Mal angegriffen, dann hat man auch ein Bild zu seiner Verteidigung, ob es sinnhaft sich ist oder nicht. Ich meine, ich habe eh nur das Letzte aufgestellt, was irgendwie möglich ist, also was soll es? In diesem Sinne gehen wir direkt in den Kampf und ich sage, sollte ich heute rausfallen, werde ich mich nicht einkaufen, das hat folgenden Grund, ich habe noch ein bisschen was am Videomaterial, zumal mir das Turnier auch einfach keinen Spaß macht. Okay. Der ist natürlich hier gut mit Boni. Die werden wir natürlich haben. Der Gegner klaut Minions, hat 2 Sniper und ist ein Anti-Minion-Held. Der hat aber selbst keine Verzauberung, deswegen können wir da schon mal austauschen. 3 Sniper, boah. Aber ich denke, mit dem zusätzlichen Leben, das funktioniert trotzdem ganz gut. Jetzt kommt es darauf an, dass wir ein halbwegs gutes Board bekommen. Das ist doch schon mal schön. Da machen wir einmal eine schöne Kombination rein. Leider wird sie auch geladen. Das ist uncool. Er wird so oder so auslösen. Wichtig ist, dass ich jetzt hier noch mal ein bisschen was kriege. Da ist grün. Okay, wir wollen, dass du definitiv nicht mehr auslöst. Was? 96, scheiße. Jetzt habe ich doch einen Kraftausdruck verbrannt. Ah. Dann hoffen wir mal, dass nicht beide Sniper jetzt unsere Heiler killen. Oh, Glück gehabt. Ausgelöst. Ah, jetzt haben wir allerdings alle Buffs. Das heißt, da wird jemand blutige Ernte halten. Bitte nicht Bursti, bitte nicht Bursti, nicht Bursti, nicht Bursti, nicht Bursti. Okay, damit kann ich leben. Wir gehen auf die linke Seite, einfach weil dort die Helden 2 Mal schießen können. Eigentlich möchte ich jetzt auslösen, dass die sich schön alle wehtun. Ha! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht doch jetzt nach dem Sieg aus. Oh, sehr schön. Oh, da hat's Bumm gemacht. Und am Ende steht wieder alles. So kann es auch laufen. Ja, das ist relativ einfach, möchte ich meinen. Der Gegner. Eigentlich möchte ich ja was nehmen, was runternimmt. Beim Gegner. Und da gibt es einen Helden, der so ein bisschen raussticht. Die Frage ist, Sif besser oder schlechter? Ich nehme Sif raus und hoffe einfach mal auf Catelyn, auch wenn sie noch keine Wappen hat. Aber das, finde ich, sollte ganz gut funktionieren.
probieren wir es mal. Ziehen wir gelb hoch. Das wird den Krampus auslösen. Das ist nicht gut. Aber ich muss es trotzdem machen. Ich brauche ja die Steine. Boah, ist Odin schon fertig geladen? Das wird nicht gut ausgehen. Das sieht gar nicht gut aus. Ist halt, wenn kein Blau da ist. Schweinchen muss überleben. Und Catelyn wäre auch cool, wenn die überlebt. Odin darf nicht so viel Schaden machen. Könnte aber klappen. Boah, kein Auto jetzt. Sehr gut. Nur 3 Schadenspunkte. Okay. Einmal zumindest dort entzaubert. Wir brauchen immer noch Blau. Wieso habe ich den Zug gerade gemacht? Octras wird gleich auslösen. Das wird auch wehtun. Ja, Feierabend. Ja, komm. Was auch immer. Kein Blau. Wenn Blau nicht auslösen kann, eine Farbe, ist das halt scheiße. Okay, wir haben noch einen Angriff. Ich möchte auf jeden Fall den Spotter drin haben. Du kommst raus. Wir setzen wieder Sif ein. Na toll, Sif gegen Sif, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Das war richtig dumm. Jetzt haben wir zumindest schon mal 6 blaue Steine gehabt. Das ist mehr als in der letzten Runde. Damit reinigen wir uns direkt, lösen Sif aus. Das ist nicht sonderlich schlimm. Okay, da wird gleich ziemlich viel losgehen und deswegen fangen wir links an auszulösen. Bitte in den Gegenschlag und dann killen. Das heißt, ich habe schon mal einen Toten, sollte das geben, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist aber gut. Das ist alles rechtzeitig fertig. Hier heilen wir uns. Na, schade. Das nehme ich wie ein Rocky Balboa. Und da kam noch Glück dazu. Krampus nimmt es fürs Team, aber sowas von hin. Dann jagen wir mal das Board hier in die Lüfte. Da hier geht eh alles hoch, dann können wir auch alles laden. Krampus ist eh noch an. Der Tönche. Blutet sich das zu Tode? 4 mal 3, 37, das reicht, das ist tot. Dann heile ich mich einfach und spiele hier einfach nur blöd durch die Gegend und habe mir gerade ein blaues Match kaputt gemacht. Dann war's das. Okay. Der Gegner hat eine ganze Menge Buffs oben.
Die machen nur weniger Trefferquote. Genau. Ich könnte auch in Grün. In Grün hätten wir wieder Heimdall und es ist halt einfach, ich brauche nur zwei blaue Matches und sie ist am Start, was Highleistung angeht. Aber die brauche ich halt. Zwei blaue Matches ist echt nicht zu viel verlangt. Aber offensichtlich ist es das mal wieder. Blau ist aus. Ach komm. Dann sind wir halt jetzt raus. Scheiß drauf. So macht es halt auch keinen Spaß. Ja, schön alle Buffs oben. Ich habe noch nicht einen ausgelöst. Und ich habe 6. Ich brauche mit Melena nur 6 blaue Steine. Wollen wir wetten, was gleich kommt? Ja, ich wäre auf Heiler Nummer 1. Ich hätte darauf getippt, dass Heiler Nummer 1 stirbt. So, da gelb aus ist, blau aus ist, zünden wir gelb. Wir brauchen die Heilleistung. Ha! Ist ja auch schön, ich wusste gar nicht, aber ja gut, das ist durch den Nebeleffekt passiert. So. Wen versuchen wir rauszunehmen? Ich würde es hier probieren. Da sind eine ganze Menge Buffs oben. Reicht das für Vivica? Jo. Okay. Dann spielen wir da rein. Dass Blau jetzt nicht mehr so tödlich ist oder so schlimm ist, wenn es verfehlt, ist eigentlich auch egal. Wir haben 2 Auto-Attacks. Die Auto-Attacks töten mich noch nicht. Ich löse aus Scheiß drauf. Wenn Katal drauf geht, wäre das echt ärgerlich. So. Boah. Da kam lange, lange Zeit gar nichts. Letzte Chance, komplett gelb. Okay. Der Gegner weicht aus und hat einen ziemlich heftigen Mana. Heiler am Start. Da sind eine Menge Buffs oben. Eigentlich näher 2. Ich bleib so. 2 Heiler Gegenschlag. Es muss ja mal sein, dass wir mal schnell 6 blaue Steine zusammen bekommen. Da haben wir mal endlich die blauen zuerst fertig. Gut, dass Suri da jetzt auslöst. Ja, das war klar. Dann lösen wir aus. Noch bist du mir egal. Okay, Leben hoch, Siff hoch, Blau rein. Dann heil dich mal, Hexe. Du kannst nicht mehr ausweichen. Und das heißt, dass das jetzt hier richtig wehtut, meine Lady. Da stehen eine Menge Clowns rum, aber das sollte... Weg mit der Direktorin. Das tat weh. Okay.
Das nehmen wir mal weg. Wir wollen nicht anfällig für Gelb sein. Und jetzt kommt ein bisschen was nach. Okay. Das ist nicht schlimm. Das lösen wir direkt wieder aus. Oh, sehr schön, das Schweinchen. Okay. Dann gib's ihm. Wir heilen uns, machen Gelb fertig. Gegenschlag haben wir nicht oben, ist vollkommen egal. Die Minions von uns würden das schon alleine machen. Na, geil, 4-1. Und einmal ein Scheißboard. Okay. Das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann geht's doch noch nach Donnerstag. Das heißt, meine Videos verschieben sich. Dann sehen wir uns morgen hoffentlich vielleicht immer noch mit einer Verteidigung. In dem Sinne, macht es gut. Halt, jetzt will ich gucken, wie weit ich im... Ah gut, so weit oben. Da falle ich schnell raus. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.